Chief, warten Sie! Ja, was ist denn? Sehen Sie mal, wer gekommen ist. Nanu, schon wieder auf Babylon 5, Mr. Bester? Ich habe Sie alle so vermisst. Hm, und was gibt uns die Ehre Ihres Besuchs? Gar nichts. Ich habe weder mit Ihnen noch mit dem Kommandostab zu tun. Ich bin nur als Repräsentant des Psi-Korps hergekommen. Und wozu das? Es handelt sich um Dinge, die Sie nichts angehen. Ich will niemanden mitnehmen und ich bereite Ihnen keinerlei Schwierigkeiten. So schwer es Ihnen auch fällt, das zu begreifen. Mein Leben dreht sich nicht nur ausschließlich um Babylon 5, um Sheridan oder Ivanova oder um sonst jemanden aus dem Kommandostab. Ich kann Sie beruhigen. Ich habe mit niemandem etwas vor. Trotzdem denke ich, Sie sollten... Mr. Allen, muss ich Sie daran erinnern, dass dies hier eine freie Raumstation ist? Zumindest behauptet das Commander Ivanova im Sender Stimme des Widerstandes. Sie sagt immer, jeder sei hier willkommen. Entspricht diese Behauptung der Wahrheit oder ist sie eine Lüge? Wenn sie wahr ist, haben Sie kein Recht, mich festzuhalten, solange ich mich um meine Angelegenheiten kümmere. Ich habe hier einige Dinge zu tun. Entweder Sie gestatten mir das oder Sie geben zu, dass wir uns hier in einer Militärdiktatur befinden. Ich kann Ihren Aufenthalt auf Babylon 5 nicht allein genehmigen. Ich muss den Captain fragen. Dann tun Sie das bitte. Ich warte so lange. Mr. Allen scheint ja ziemlich angespannt zu sein. Ich glaube, er ernährt sich falsch. Er sollte mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht Ihre Angelegenheit. Meine Angelegenheit ist die ganze Menschheit. Das hat mal ein Literat gesagt. Ein Dichter. Sie wissen doch, was ein Dichter ist. Nein? Wie ich sehe, werden hier Leute beschäftigt, deren IQ sich am unteren Rande der Skala bewegt.